Wir sind heute im vierten Teil von unserer Serie Fruitful Life. Wir machen uns Gedanken zum Thema, was heisst ein fruchtvolles Leben führen. Und das Ziel dieser Serie ist, dass wir erkennen dürfen, wie Gott unser Leben verändern will. Gott will unser Leben verändern. Er will, dass unser Leben Frucht bringt. Aber der Schlüssel, damit Frucht entstehen kann, ist der Glauben an Jesus Christus. Das heisst, diese Serie tun wir uns vor allem jetzt als Menschen auseinandersetzen, die mit Jesus Christus schon unterwegs sind. Aber wenn du da bist und sagst, ja, ich kenne Jesus noch nicht so persönlich, überhaupt kein Problem. Die Serie ist genauso für dich, weil dann darfst du hören, was Jesus mit deinem Leben machen will, ist auch an deinem Leben interessiert. Und die Erneuerung, das fruchtvolle Leben, das beinhaltet unser ganzes Menschsein, unser Denken, haben wir vor zwei Wochen darüber geredet. Unsere Gefühle beinhaltet das. Es beinhaltet auch, wie wir mit unserem Körper umgehen, mit unserer Seele und jeden einzelnen Lebensbereich. Also wirklich sehr eine praktische und spannende Serie. Und ich weiss nicht, was von der letzten Sündung bei dir hängen geblieben ist. Wenn du nochmal eine Erinnerung brauchst oder vielleicht sagst, eine von diesen Sündungen habe ich verpasst, schau doch auf unserem YouTube-Kanal Chile FG Buchs nochmal nach. Genau. Ja. Heute schauen wir an, wie können wir gesund mit unserem Körper umgehen, damit Gott durch das geehrt wird. Und ich werde euch jetzt heute Morgen keinen Ernährungsvortrag halten. Und vielleicht habt ihr euch ja schon gefragt, was heisst eigentlich FEG? Ist das eine andere Schreibweise und ein Kürzel für vegan oder vegetarisch? Nein, ist es nicht. FEG heisst Freie Evangelische Gemeinde. Und als das wollen wir uns auch mit dem wichtigen Thema vom Umgang mit unserem Körper auseinandersetzen. Wir kennen aus unserem Leben zwei Zeitepochen. Vor allem zwei Zeitepochen. Das Damals und das Heute. Vergangenheit und Gegenwart. Und logisch, es gibt noch eine dritte Zeitepoche, das ist die Zukunft. Das ist das, was noch auf uns zukommt. Das wissen wir ja nicht, was noch vor uns liegt in unserem Leben. Aber so das Damals und Heute, was da für eine Veränderung passiert, ist mir wieder so richtig bewusst geworden, als ich ein paar Bilder oder ein paar Situationen aus meiner Vergangenheit und aus meiner Gegenwart in den Sinn gekommen ist. Obwohl, ich muss sagen, das erste Bild, das wir jetzt gerade sehen, hat von der Vergangenheit, da, ich bin noch nicht so alt, aber schauen Sie uns mal an, damals hat man die Wäsche so gewaschen. Oder? Da musste man einen Ofen einheizen und so. Das war vor über 100 Jahren. Und seit nicht einmal 100 Jahren braucht. Mein Vater selber hat erzählt, ich weiss noch, wie unsere Mutter Wäsche gewaschen hat. Und heute, lass das Bild nur einblenden, und heute hast du einen Wäschturm bei dir mit Wäschmaschine und Tumbler. Du kannst nur einen Knopf drücken. Da ist nichts mehr mit Kochen und Schrubben und Machen und Tun. Damals und heute. Ein zweites Beispiel ist da, wo vielen von uns vielleicht schon noch bekannt ist, der Migros-Einkaufswagen. Wer kennt den nicht? Oder? Ich mag mich selber noch erinnern, einmal in der Woche der Migros-Wagen, der bei uns ins Dorf gekommen ist und ich dort einkaufen. Es war sehr eng, also viele Leute haben es dort nicht gebraucht. Da muss ich mal schauen, wer kennt den Einkaufswagen von der Migros noch? Wer ist dort einkaufen? Gleich noch einige. Mega cool, mega stark. Und der Migros-Einkaufswagen ist eigentlich jetzt durch kleinere Läden, die man im Dorf findet, heute ersetzt worden. Das kennen wir. Ich muss noch schnell Milch holen, gehst noch schnell ins Vollglädeli, als Beispiel. Oder das dritte Beispiel, das wir noch haben, wo jetzt vielleicht auch nicht mehr so geläufig ist, aber früher, wenn du auch gerade neu anwandern wolltest, wo du nicht gewusst hast, oder du mit dem Auto neu anfahren wolltest, hast du eine Karte lesen. Und heute gibt es einfach ein Navi. Du kannst einfach noch eingeben und so weiter. Und ich kann euch sagen, und das darf ich sagen, weil wir sind versöhnt, meine Frau und ich, es ist schon einige Jahre her, auf unserer Hochzeitsreise auf Kreta. Sie lacht schon. Ist unser erster Ehekrach gewesen. So stellst du die Flitterwoche vor. Warum? Sie war eine ausgezeichnete Kartenleserin. Du warst in einem Land, auf einer Insel, die du vorher nie kennt hast. Du musst dein Hotel suchen und das musst du mit der Karte machen. Es hat keine Navi gegeben. Und der Roman hat es wieder besser gewusst. Und das hat dann ein bisschen zur Zwietracht geführt. Wir haben uns dann wieder dürfen versöhnen. Mega dankbar. Danke vielmals. Genau. Aber ich denke, wenn wir damals schon ein Navi gehabt hätten, hat es uns viel Krach damals auf dieser Reise erspart. Wir kennen so Beispiele von damals und heute. Und der eine von euch ist es vielleicht ein bisschen wehmütig und denkt, ja, damals ist schon noch, ist die Welt noch in der Ordnung gewesen. Und so ganz nach dem Motto, die gute alte Zeit, gell? Und die anderen sind dankbar, dass wir heute haben, weil das Leben auch einfacher geworden sind
und weil Gummistiefel auch nicht mehr aus Holz sind. Oder? Das ist doch auch noch etwas Schönes. Du hast nicht mehr so viel Blattern an den Füßen. Wenn es um Erneuerung von unserem Körper geht, dann redet die Bibel auch von einem Damals und von einem Heute. Und das wird durch einen Abschnitt deutlich, den wir heute anschauen miteinander. Im zweiten Teil der Bibel, Neue Testament heisst der Teil, im Römerbrief Kapitel 6. Wenn du die Bibel dabei hast, schlag doch auf Römerbrief Kapitel 6. Vielleicht auf dem Smartphone, auf dem Zettel ist der Text auch abgedruckt. Da schreibt der Apostel Paulus Folgendes über das Damals und Heute. Die Sünde soll euren vergänglichen Körper also nicht mehr beherrschen und euch dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind. Und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren, denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Amen. Also der Apostel Paulus schrieb in dem Abschnitt von einem Damals und von einem Heute. Damals, bevor wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, sagt er in dem Abschnitt, sind wir unter der Herrschaft von der Sünde gestanden. Das heisst, die Sünde und somit der Teufel, der dahinter steckt, hat Macht über unser Leben ausgeübt und nicht nur auf unser Leben, sondern auch auf den Umgang mit unserem Körper. Er hat uns fest im Griff gehabt. Und die Sünde, die in uns geherrscht hat, die hat Forderungen gestellt an uns. Ich möchte euch ein paar Beispiele bringen. So von dieser Stimme, die in uns war. Hey, gang! Und gang dich besaufen. Gib dir wieder mal Kante. Das war so eine Forderung. Oder, hey, du musst deine sexuellen Triebe und Bedürfnisse ausleben. Es geht um dich. Oder eine weitere Forderung. Hey, du musst dein Gewicht fest im Griff haben. Sonst wirst du ein fetter Sack. Oder du musst deinen Körper bis an Grenzen pushen, alles rausholen. Merken wir etwas von diesen Stimmen, die manchmal da sind? Oder du musst deine Hände dazu brauchen, um dir selber schlagkräftige Körper zu schaffen. Das sind so Forderungen, die in uns drin sind. Es gibt logischerweise noch ganz viele andere Forderungen. Aber das Krasse ist, zu diesen Forderungen in uns drin hat die Sünde uns auch droht. Und der Teufel, der dahinter steckt, Drohungen ausgesprochen. Hey, wenn du nicht so lebst, wie es alle anderen machen, der Mainstream macht, dann verpassst du das wahre Leben. Das ist eine Drohung. Oder wenn du dich nicht besaufst, wirst du nie Hemmungen verlieren und wirst nie ein Gespräch mit einer anderen Frau oder mit einem anderen Mann anfangen. Hey, oder wenn du dich nicht schon früh sexuell in irgendwelchen Erfahrungen tust ein bisschen bewegen, dann könnte es peinlich werden, wenn du einmal auf deinen Mann und auf deine Frau triffst. Das war so etwas, was ich früher in meiner Teenage- und Jugendzeit immer wieder gehört habe. Ja, du kannst ja dann nicht, wenn du nicht tust. Dann stehst du ein bisschen als Loser da, oder? Wenn du nicht schon sexuelle Erfahrungen gemacht hast. Oder eine weitere Drohung ist, wenn du einem Wunsch nach Sex nicht nachgibst, wird dich dein Freund, deine Freundin verlassen. Oder wenn du nicht hart genug arbeitest, dann wirst du keine finanzielle Sicherheit haben. Du wirst nie den Lebensstandard leisten können, den Herr und Frau Müller hat. Und du wirst nie finanzielle Sicherheit haben. Wenn du beim Essen eine weitere Forderung, keine straffe Disziplin an den Tag legst, dann hast du ein richtiges Problem und die Menschen werden sich von dir abwenden, wenn du zu viel auf der Waage hast. Oder wenn du nicht ein besonderes Mass an Muskeln hast, wirst du von niemandem beachtet werden. Merken wir etwas von dieser Drohung, von diesen Forderungen, die in uns drin waren? Und das schrieb der Paulus da. Das war früher eine Situation von euch. Aber Gott sei Dank redet Paulus in diesem Abschnitt nicht nur von einem Damals, sondern auch von einem Heute, von einem Jetzt, von der Gegenwart. Nämlich durch die Entscheidung, Jesus Christus, unser ganzes Leben anvertrauen. Da ist etwas Gewaltiges passiert in unserem Leben. Von dem Moment an, wo ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, das heisst, umkehrt von seiner Sünde, Vergebung von Gott in Anspruch nimmt und Jesus sein Leben anvertraut, dann wird ein Mensch aus der Unterdrückung, aus dem Herrschaftsbereich von der Sünde raus befreit und wird versetzt ins Reich von Gott, ins Reich von Licht. Das heisst, alle Forderungen
und alle Drohungen verlieren Macht über unser Leben, sagt Paulus hier. Das heisst, der Mensch lebt von dem Moment an in einer komplett neuen Realität. Wir müssen nicht mehr diesen Forderungen und diesen Drohungen angeben. Müssen wir nicht mehr. Er schreibt es so im Römerbrief, Kapitel 6, in den Vers 6 bis 7. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, bist du vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Hast du das gewusst? Hast du das gewusst? Manchmal merke ich, leben wir noch im Damals, wie wenn wir es nicht wüssten. Wie wenn es noch keine Realität geworden ist. Aber der Paulus sagt, hey, ihr seid befreit worden, wir sind frei. Hast du dich schon mal so richtig frei gefühlt? Wow, hey, das sind die Momente, wo du fliegen kannst. Hey, ihr seid befreit worden. Liebe Christen, liebe Männer und Frauen, die Jesus Christus nachfolgen. Wir sind vom Herrschaftsanspruch von der Sünde befreit. Können wir zu dem Amen sagen? Amen. Amen. Und die neue Realität hat auch Auswirkungen, wie wir mit unserem Körper umgehen. Der Paulus hat gesagt, wir sollen uns von jetzt an Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit anvertrauen. Das heisst, wir sollen unseren Körper jetzt so einsetzen, so mit ihm umgehen, damit Gott damit geehrt wird, damit das neue Leben darf sichtbar werden, das uns Christus geschenkt hat. Aber die Entscheidung, jetzt auch so mit unserem Körper umzugehen, damit Jesus geehrt wird, ist kein Gefühlsentscheid. Sondern das ist eine bewusste Entscheidung. Der Paulus schreibt, lasst euch nicht mehr beherrschen. Wir können uns noch beherrschen, heisst das. Aber lasst uns nicht mehr beherrschen und stellt euch Gott ganz zur Verfügung. Wir müssen wissen, gerade in Amerika hat es so ganz viele Sklaven gegeben. Und nachher durch den Bürgerkrieg, der in den USA war, ist die Sklaverei abgeschafft worden. Und viele Menschen, die viele Jahre als Sklaven gedient haben, haben grosse Schwierigkeiten mit dem Status Freiheit gehabt. Viele Menschen, die als Sklaven dient haben, die haben fast 100-mal, 1000-mal hören, ihr seid frei. Und immer wenn sie ihren alten Herr gesehen haben, ihre alte Herrin, die sie als Sklaven dient haben, haben sie wieder Angst bekommen, dass sie wieder eingezogen werden und wieder ihnen müssen dienen müssen. Und ich glaube, das kennen wir alle auch. Wir müssen nicht äußerliche Sklaven sein. Aber kennen wir das manchmal auch, dass wir sagen, hey, bin ich wirklich frei? Bin ich wirklich frei? Die Wahrheit ist, Kind von Gott gehören nicht mehr dem alten Sklaventreiber und stehen nicht mehr unter seiner Unterdrückung und nicht mehr unter dem Zwang der Sünde. Kind von Gott stehen unter der Herrschaft von Jesus Christus, der sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wegen dem ist es wichtig, dass wir nicht mehr auf die Stimme von unserem alten Sklaventreiber hören, sondern auf die Stimme von Jesus Christus. Und wir hören jetzt ein Lied, ganz bewusst eingebaut an dieser Stelle, wo uns genau das nochmal vor Augen führt, dass es manchmal die Stimmen gibt in unserem Kopf, obwohl wir mit Jesus unterwegs sind, die Stimmen, die so prägend sind und sagen, du bist nicht und du kannst nicht. Und es handelt davon, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen sollen, dass wir von jetzt an auf die Stimme von Jesus Christus und auf seine Wahrheit hören. Du hast gesagt, du bist nicht gut genug und ich hab's geglaubt. Und immer schlechter wurde ich. Wie kann es sein? Ein Wort verändert meine Welt. Es darf nicht sein, dass es am Ende Recht behält. Du hast gesagt, du bist nicht schön genug und ich hab's geglaubt. Und ganz genau so sah ich mich. Wie kann es sein? Ein Wort verändert meinen Blick. Ich war nicht mehr schön. Und für die ganze Welt zu sehen. Doch was ich glaubte, das glaub ich nicht mehr. Manchmal, da fällt mir die Wahrheit noch schwer. Wahrheit schenkt Freiheit und frei will ich sein. Das, was ich glaube, bestimme ich allein.
hast gesagt, aus dir wird nie etwas und ich hab's geglaubt und mich seitdem nichts mehr getraut. Wie kann es sein? Man wird von außen programmiert, es kollidiert, bevor man innen resigniert. Doch was ich glaubte, das glaub ich nicht mehr. Manchmal, da fällt mir die Wahrheit noch schwer. Wahrheit schenkt Freiheit und frei will ich sein. Das, was ich glaube, bestimmt mich allein. Oh, 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 oh. Es tut mir leid, ich kann dir nicht mehr glauben. Schon viel zu lang ließ ich die Kraft mir rauben. Gott hat gesagt, ich bin unendlich wertvoll und ich bin schön. Besser noch als gut genug. Denn was ich glaubte, das glaub ich nicht mehr. Manchmal, da fällt mir die Wahrheit noch schwer. Schenkt Freiheit und frei will ich sein. Das, was ich glaube, bestimmt mich allein. Oh, 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 oh. Manchmal, da fällt mir die Wahrheit noch schwer. Wahrheit schenkt Freiheit und frei will ich sein. Das, was ich glaube, bestimmt mich allein. Da 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 da. Da 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 da. Es ist entscheidend, auf welche Stimme das los ist. Liebe Freunde, die Wahrheit von Jesus Christus macht frei. Was können wir tun, wenn wir mit unserem Körper eine geistliche Erneuerung anstreben? Das werden wir jetzt miteinander lernen. Lernen, in dem neuen Menschsein, in dem Christsein zu leben, das Auswirkungen auf unseren Körper hat. Und es ist wichtig, dass wir das machen. Weil wir leben in einer Welt, in der uns einfach immer noch die Werte und Verhaltensweise vom damals so gross wenn schmackhaft machen und lustig machen. Und darum, das ist manchmal wie ein Sprachlernen, braucht es manchmal vom damals zum heute kommen. Es ist manchmal auch mit Arbeit verbunden und das betrifft die anderen Themen auch. Und darum schauen wir uns jetzt noch vier praktische Schritte an, wie wir denn jetzt gesund mit unserem Körper können umgehen. Der erste Gedanke ist, übergib deinen ganzen Körper bewusst Gott. Im Römer Kapitel 12, Vers 1, wir haben vor zwei Wochen den Vers auch schon gehabt, da heißt Folgendes, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, also wie Jesus Christus für uns gestorben ist und uns angenommen hat und wir jetzt seine Kinder sind, Geschwister, ermahne ich euch nun auch. Und jetzt kommt es, dass ihr euch mit Leib und Leben, mit dem Körper, mit dem ganzen Leben, Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Also es hat auch, das neue Leben mit Christus wirkt sich auf unseren Körper aus. Und als Ausdruck von dieser Dankbarkeit sollen wir jetzt unseren Körper Gott übergeben. Und wir kennen ja so Übergaben aus unserem Leben. Gell? Zum Beispiel in der Ferienzeit. Nimmst du den Hausschlüssel,
übergibst den Hausschlüssel irgendwelchen bekannten Nachbarn und sagst, du musst mir bitte Blumen gießen, ein bisschen die Läden auf und runter tun und so weiter. Das, wir machen eine Schlüsselübergabe. In der Kindertagesstätte kommen die Eltern am Morgen an und übergeben ihre Kinder der Betreuung, der Person. Wir kennen sie ja dort. Wenn wir mit dem Flüger verreisen, übergeben wir ja unser Gepäck der Gesellschaft in der Hoffnung, wir kriegen sie noch wieder rüber. Gibt's auch, aber wir machen eine Gepäckübergabe. Wir kennen das aus unserem Leben, aber die Bibel redet nicht von dieser Art von Übergabe, weil das ist ja nur temporär. Also wenn du von der Ferien wieder heimkommst, gibt er hoffentlich deinem Bekannten oder danach den Schlüssel wieder zurück. Vielleicht hat es ihm so gut gefallen, dass er sagt, wir machen einen Tausch. Kann sein. Oder in der Kita ist gut, wenn du dein Kind wieder zurückbekommst, oder? Oder eben beim Gepäck ist es auch. Das sind so temporäre Sachen, weil wir übergeben etwas für eine Zeit und nachher kriegen wir es dann wieder über. Aber in unserem Thema, wenn es um unseren Körper geht, dann ist das anders. Da geht es nicht um eine temporäre Übergabe. Unseren Körper, Jesus Christus, ganz zu übergeben, ist eine totale Hingabe, ohne dass wir ihn wieder zurückfordern. Wir geben ihn ab. Wir geben ihn bewusst in Gottes Hände. Wie können wir das konkret machen? Vielleicht hast du das noch nie gehört, was du jetzt hörst. Aber es kann dir helfen, deinen Körper einem lebendigen Gott abzugeben. Nimm dir einmal Zeit, an einem Nachmittag, an einem Abend, und gib Gott jeden einzelnen Körperteil ab. Und bitte ihn, dass er Leben in jeden Körperteil hineinbringt und dass er von jetzt an jeden Körperteil braucht, damit er verherrlicht wird. Praktisch, Jesus, ich übergebe dir jetzt ganz bewusst meine Augen. Ich habe bis dahin nur das angeschaut, was ich wählen kann. Aber lass du mich von jetzt an das sehen, was du willst, dass ich sehe. Schenk du mir Augen für meinen Mitmensch. Jesus, ich übergebe dir meine Hände. Du weißt, meine Hände, die sind mehr auf sich selber fokussiert, dass ich überkomme und ich für mich schaue. Ich habe meine Hände bis dahin gebraucht, Jesus, zum anderen mal ein paar handwarme Umschläge zu geben. Jesus, von jetzt an nicht mehr. Nutz du meine Hände, damit ich anderen dienen darf, damit ich andere trösten darf. Und ein weiteres Beispiel, Jesus, du siehst meine Füße. Bis dahin bin ich selber meine Wege gegangen. Auch durch den Alltag, durch, beim Arbeiten, daheim, wo auch immer. Jesus, ich übergebe dir meine Füße. Ich will dort hingehen, wo du willst, dass ich gehe. Jesus, ich übergebe dir meine ganze Sexualität. Du weißt, wenn ich dir bis dahin ausgelebt habe. Du weißt, wo ich auch immer wieder umgekehrt bin. Jesus, nutzt du jetzt die Sexualität von mir, von uns als Ehepaar, damit du kannst geehrt werden. Und Jesus, ich übergebe dir auch mein Maul. Du weißt, was alles Sinnlose manchmal aus meinem Maul rauskommt. Aber nutzt du jetzt, ich gebe dir jetzt ganz mein Maul ab, dass von jetzt das Wort von der Wahrheit und von der Liebe, vom Trost, von der Ermutigung dürfen ausgesprochen werden. Verstehen Sie? So praktisch ist es. Und wieso nicht einmal jeden einzelnen Körperteil durchgehen? Und danke ihm dafür, dass er dich wunderbar und einzigartig gemacht hat. Und vielleicht bist du da und sagst, ich habe Körperteile, die machen mir weh, weil ich an einer Krankheit leide. Dann übergib das auch Jesus. Und sagst, Jesus, du kannst Heilung schenken. Ich bete dafür. Und wenn du es nicht machst, dann brauchst du mich auf die Art und Weise, damit du kannst verherrlicht werden. Stell dir, so tief geht das denn auch. Und gib ihm auch die Körperteile, die du jetzt anders geformt hättest. Vielleicht bist du nicht zufrieden mit deiner Nase, mit deinen Ohren. Ich habe ein bisschen abstehende Ohren, das ist einfach vererbt, oder? Das ist einfach so. Mein körperliches Verhältnis stimmt da nicht. Meine Beine sind kürzer als mein Oberkörper. Wo ich manchmal denke, Jesus, hättest du mich ein bisschen mehr ziehen können. Also das ist, versteht ihr? Weil das hindert einem manchmal daran, die Sachen, dass ich mich ganz als das darf annehmen, wie Gott mich geschaffen hat. Wegen dem ist es so wichtig, den ganzen Körper Gott hinzugeben. Zweiter Gedanke. Vergöttere deinen Körper nicht mehr länger. Es gibt wie zwei Extreme. Früher war es so, wenn du zum Glauben an Jesus Christus kommst, dann hat dein Körperliche, dann, also da trägst du keinen Schmuck mehr und überhaupt nicht mehr und musst so umeinander laufen und so. Also du darfst nicht mehr so gross zu deinem Körper schauen. Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Und der Pendel ist aber heute in die andere Richtung rausgegangen. Der Körper ist das Mass aller Dinge. Und ich glaube, die Wahrheit ist noch immer irgendwie in der Mitte. Wir leben in einer Zeit, wo dem Körper eine ungesunde Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das heisst, es wird ein Körperkult praktiziert. Das sieht man zum Beispiel, wenn man
nach dem Krafttraining seine Muskeln auf Instagram posten. Wieso machen wir das? Unsere Muskeln auf Insta posten. Wenn jemand so einen Bauch hat, du hast ihn auch nicht auf Insta posten. Glaube ich nicht. Versteht ihr? Das machst du nicht. Das hat etwas mit einem Körperkult zu tun. Oder zum Körperkult gehört auch körperliche Optimierung, wie die Haut straffer machen, die Lippen ein bisschen grösser machen und so weiter. Und das Geheimrezept heisst Botox. Haust die Spritzen rein und nachher hast du ein bisschen voluminösere Lippen und nachher hast du auch ein bisschen straffere Haut und so weiter. Weiter gehört zu der Vergötterung von unserem Körper die krasse Diäten, die wir uns auflegen, nur damit wir im Sommer die optimale Figur haben. Richtig verstanden. Ich rede davon, es ist wichtig, dass wir gut zu unserem Körper schauen, dass wir trainieren, dass wir uns gesund ernähren und so. Mir geht es gar nicht um das. Sondern mir geht es nur darum, welchen Stellenwert hat unser Körper in unserem Leben auch als Christ. Jesus hat einmal gesagt, eines der 10 Gebote ist, wir sollen keine anderen Götter neben ihm haben. Und unser Körper, auch als Christen, ich will nicht pauschalisieren, aber er ist oft auch zu einem Gott geworden. Zu einem Gott geworden. Und er hat eine Rolle eingenommen, die gar nicht gut ist. Und wissen Sie was? Wenn wir unseren Körper vergöttern, dann ist unser Körper ein Hauptinstrument. Wir tun unseren Körper missbrauchen, ich komme nachher nochmal drauf. Wir tun ihn missbrauchen für das, was wir eigentlich uns noch sehnen: nach Aufmerksamkeit, nach Liebe, nach Identität und nach Annahme. Wenn wir das nicht würden, würden wir kein Foto auf Insta posten. Versteht ihr? Wir würden es nicht machen. Weil wir schauen, wie viele Likes kriege ich über. Oder? Wir dürfen unseren Körper nicht mehr zur Hauptquelle der Befriedigung machen. Nicht mehr länger vergöttern. Nicht mehr länger um ihn drehen. Um das geht es, wenn es heisst, wir sollen unseren Körper nicht mehr vergöttern. Sondern der gehört Gott und unser Körper gehört Gott. Unsere Hauptsorge und unser Hauptfokus soll nicht mehr darauf liegen, wie können wir den Alterungsprozess möglichst lang rausschieben. Oder? Wie ist das mal schon wieder ein Fältchen mehr irgendwann? Das ist einfach so. Das ist so. Die schönsten Möbel sind doch die alten. Oder? Du denkst, boah, das ist doch cool. Ich weiß jetzt nicht, ob der Vergleich so verhebt, aber genau. Aber wir versuchen, den Alterungsprozess rauszuschieben, oder? Und das heisst auch darum, dass unser Fokus nicht mehr darauf liegen soll, wie können wir Krankheiten möglichst lang von weghalten. Wichtig, es ist gut, dass wir gesund leben. Aber manchmal nimmt die Angst, ich könnte krank werden, dermaßen einen Stellenwert in unserem Leben an, dass es ungesund wird. Oder es soll auch nicht mehr unser Fokus darauf liegen, wie wir bei den anderen ankommen. Das sollen wir nicht mehr. Schau, es ist leider so, dass das Leben von vielen bekennenden Christen von ihrem Körper beherrscht wird. Viele Christen investieren viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit in ihren Körper als auf das Wachstum von ihrem geistlichen Leben. Ist so. Da müssen wir manchmal auch bewusst und selbstkritisch anschauen. Weil wenn wir einen Unterschied machen und wenn wir in dem Heute leben wollen, dann muss auch hier ein Umdenken stattfinden. Und ich möchte an dieser Stelle ein paar Fragen stellen. Vor was hast du am meisten Angst? Wenn du deinen Körper nicht mehr zum Zentrum von deinem Leben machst. Wenn du den Hauptfokus wegnimmst von deinem Körper. Was löst es bei dir aus, wenn du aufhören würdest, verbissen Kalorien zu zählen? Ständig auf die Waage springen. Fast alle halbe Stunde. In einer halben Stunde verändert sich nicht so viel. Was würde es auslösen? Weil das kann manchmal auch ein Druck sein. Das kann Gefangenschaft sein. Merkt ihr? Eine Forderung. Wo hat der Umgang mit deinem Körper ein ungesundes Mass angenommen? Wo ist es dran, gesunde Grenzen zu setzen? Und über das darf ich mit meinem Herr Jesus Christus reden. Ich sage, Jesus, du siehst meine Situation. Ich gehe immer wieder dort rein. Es ist immer wieder so eine Situation, die schwierig wird für mich. Im 1. Korinther 6, 19 heisst es, ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört. Denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden. Macht also Gott mit eurem Körper die Ehre. Hier sind Türen gekauft worden. Also nutzen den Körper, dass Gott der gemacht wird. Und ein dritter praktischer Schritt, wie wir gesund mit unserem Körper umgehen können, missbrauch ihn nicht mehr länger.
Wir haben schon kurz das angestoßen. Missbrauch heisst, man geht so mit unserem Körper um, wie es nicht am Willen von Gott entspricht. Wie es nicht Gott gedacht hat. Und es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir unseren Körper missbrauchen können, das, was Gott uns geschenkt hat. Ich möchte ein paar Beispiele bringen. Ihr habt die auf eurem Zettel drauf. Ein der grössten Missbrüche, der passiert, ist Rastlosigkeit. Rastlosigkeit, ständig unter Strom sein. Das ist die häufigste Form. Rastlosigkeit und somit Überarbeitung hat immer letztlich mit Ehrgeiz zu tun. Wieso bin ich so rastlos? Das ist manchmal auch gut, mit Gott ins Gespräch und zu sagen, was treibt mich an? Was ist der Treiber? Nicht die Rastlosigkeit ist das Problem, sondern der Treiber dahinter. Und oft sind wir rastlos, wie wir versuchen, andere zu überbieten. Wie wir das Gefühl haben, wir müssen etwas leisten, wir müssen etwas erreichen. Wir laugen unseren Körper aus, um erfolgreich zu sein. Schau, die Wahrheit ist, Gott gibt uns nie zu viel zu tun. Nie. Nie. Gott gibt uns nie zu viel zu tun. Sondern Rastlosigkeit, die haben wir uns selber auferlegt. Wir sind es, die uns oft keine Pause gönnen. Wir sind es, die oft den Schlaf als notwendiges Übel anschauen. Das ist eigentlich eine unnötige Unterbrechung. 4 Stunden, 5 Stunden Maximum. Ich kann euch sagen, ich bräuchte eigentlich im Schnitt 8,5 Stunden Schlaf, damit ich gut und ausgeruht sein kann. Schaffe ich selten bis nie. Aber ich habe gelernt, durch ein tiefes Tal der Erschöpfung, dass mein Körper Ruhe braucht. Und wir sind es, die sagen, ja Gott, 6 Tage arbeiten, 1 Tag frei. Ja, das war früher. Hey, es heisst doch, kaufe die Zeit aus, dann ist es böse Zeit. Weißt du, wir können es noch fromm begründen. Aber Gott sagt, hey, ich habe 1 Tag geruht und die anderen Tage geschafft. Dann mach es auch so. Weißt du, man hätte den Rhythmus einmal anders machen wollen. Man hat dann ausprobiert, 2 Wochen zu arbeiten, 5 Tage frei und so, die Leute sind krank geworden. Warum? Weil Gott uns den Rhythmus in uns hineingelegt hat. Und das, was Gott in uns hineingelegt hat, das kannst du nicht umtimen, das kannst du nicht umprogrammieren. Darum ist auch hier die Frage, wo wir auch unseren Körper ungesund ausbeuten. Im Psalm 127 heißt es, vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt, sagt Gott. Um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Und das heisst nicht, dass du jetzt einfach schlicken und nichts mehr machen kannst. Aber Gott sagt dir, hey, mach, bist rastlos. Aber weißt du was, du wirst nie genug haben. Sondern du wirst ausgelaugt sein und müde sein. Und wer leidet darunter? Du leidest darunter. Deine Ehe leidet darunter. Du wirst keine Qualitätszeit mehr haben. Zeit mit deinen Kindern leidet darunter. Es hat Auswirkungen. Weißt du, für die Entscheidung, die wir oft treffen, zahlt man immer einen Preis. Entweder zahlst du, deine Ehe oder deine Familie oder deine Freunde. Irgendjemand muss den Preis immer zahlen. Wegen dem sagt Gott, hey, du kannst es gelassener angehen. Eine zweite Form von Missbrauch ist übertriebene Disziplin. Du trainierst so hart und holst alles aus dem Körper raus, um nur besser zu sein als alle anderen. Oder krasses Essverhalten, das so krass ist, dass es einfach ungesund ist. Wir haben einmal eine Reportage von einem jungen Typ angeschaut, irgendwie um die 30 herum, Bodybuilder. Und er hat gezeigt in dieser Reportage, was er denn essen tut. Und das sind wirklich mehrere Schachteln, aufeinander gestapelt mit Bullefleisch und Gemüse und alles zusammen, wo man weiss, immer in diesem Rhythmus muss ich essen und 20 Eier am Tag. Ich muss 20 Eier am Tag essen, damit oben ein bisschen etwas wächst, oder? Und klar ist, man hat ihm gesagt, wenn du weiter so lebst, wirst du mit 50 sterben. Und er hat gesagt, ich nehme das in Kauf. Und jetzt wird es spannend. Mir geht es nicht um Bodybuilding, auch hier richtig verstanden. Was ist der Trieb dahinter? Er hat gesagt, ich kriege durch das Anerkennung über. Versteht ihr? Und dann tust du den Körper missbrauchen. Und tust ihn einer unglaublichen Disziplin unterstellen, die nicht mehr gesund ist. Ein weiterer Missbrauch ist freizügig gelebte Sexualität. Gemeint ist der Umgang mit der Sexualität in einer Art und Weise, wie Gott ihn nicht gedacht hat und sich vorgestellt hat. Die Bibel nennt hier an dem Ort, an dem Punkt freizügig, wird im Griechischen mit Porneia untersetzt. Übersetzt. Also das heisst, wenn du die Sexualität in einer unzüchtigen Art und Weise auslebst. So lebst, wo nicht dem Willen von Gott entspricht. Und Gott hat einen Rahmen um die Sexualität gestellt. Und das ist die Ehe. Weil er weiss, wie sensibel das ist. Und aber wie schön dass das auch ist. Und vielleicht ist es auch die Situation, dass du sagst, hey, ich bin zwar geheiratet,
Aber die Sexualität, die wir erleben, die ist nicht so, wie es Gott will. Vielleicht leben ihr eure Sexualität in einer Art und Weise aus, die ihr eigentlich gar nicht wollt. Ich weiss, da sind wir jetzt an einem heissen Punkt. Wenn man denkt, man muss mal einen Pornofilm anschauen, dass unser Sexualleben wieder mal zum Laufen kommt. Ich kann euch sagen, es macht eure Sexualität kaputt. Ich habe als Teenager Pornografie konsumiert. Und das hat am Anfang unserer Ehe negative Auswirkungen auf unsere Sexualität. Gott hat uns so ein kostbares Geschenk gegeben. Er verteufelt es nicht, sondern er fördert es. Er hat ein ganzes Buch in der Bibel nur über Sexualität geschrieben. Das hohe Lied über die Liebe zwischen Mann und Frau. Lasst uns auch hier unsere Sexualität in dem von Gott gegebenen Rahmen ausleben und geniessen, dass er geehrt wird. Mein Lehrer hat einmal gesagt im Studium, hast du gewusst, Sexualität, gelebte Sexualität, die Gott er macht, ist nichts anderes als Gottesdienst. Ist nichts anderes als Gottesdienst. So kostbar, so heilig, so gut ist es. Und noch ein vierter Punkt, wie wir unseren Körper können ausbeuten können, ist die anderen beherrschen und kontrollieren. Das ist auch eine Form von Missbrauch. Missbrauch. Ich kann andere beherrschen, indem dass ich mich, meinen Körper so präsentiere, dass es bei meinem Gegenüber sexuelle Gedanken, Gefühle und Handlungen kann führen rufen. Das ist auch eine Form von Beherrschen und Kontrollieren. Oder wir können unseren Körper dazu brauchen, um mit unserer Größe, mit unserer Stärke andere einzuschüchtern und sagen, noch einmal und dann. Versteht ihr? Da löst etwas aus. Oder schon nur ein bisschen Stimme laut machen. Oder? Das löst etwas aus, kann ich andere kontrollieren und beherrschen. Jegliche Art von Missbrauch von unserem Körper entspricht nicht dem Willen von Gott und verhindert, dass er geehrt wird. Wo hast du, bist du an, deinen Körper missbraucht? Missbrauch betrieben. Bekenn's Jesus. Bring's zu ihm. Bring's zu ihm. Bring es als Ehepaar zu ihm, wenn euch das als Ehepaar betrifft. Und setz ihn nicht mehr für deine Ziele ein, sondern für das Ziel von Gott. Und noch der vierte und letzte Gedanke, wie wir gut und gesund mit unserem Körper umgehen können. Betracht deinen Körper als heilig und als einen Ort, wo Gott drin wohnt. Seit dem Moment, wo wir Jesus unser Leben anvertraut haben, ist Gott in uns hineingekommen. Weißt du, der lebendige und heilige Gott ist in uns hineingewohnt. Und weil er vollkommen, rein und heilig ist und in uns wohnt, sind wir durch die Hinwendung zu Jesus vollkommen rein und heilig geworden. Nicht wegen uns, sondern weil Jesus in uns hineinwohnt. Und wegen dem, weil Jesus, der heilige Gott, in uns hineinwohnt, ist unser Körper ein heiliger Ort. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Weil unser Körper der Wohnsitz von unserem lebendigen Gott ist, ist es auch wichtig, dass wir in dieser Bestimmung leben und uns überlegen, was lassen wir überhaupt noch in unseren Körper rein. Mir ist das Beispiel gekommen. Bei uns ist es manchmal so, wie das Haus wieder einmal gesaugt und feucht aufgenommen. Und dann gibt es etwas, was es nicht gibt. Niemand kommt mit dreckigen Schuhen rein. Kennt ihr das? Dussenschuhe abziehen. Ich habe gerade frisch aufgezogen. Wer hat den Satz nicht schon gesagt? Und das ist für mich zum Bild geworden. Wenn der heilige Gott in mir wohnt, ist es an mir, was lohne ich jetzt noch rein und was nicht? Mit was beschmutze ich jetzt meinen Körper noch und mit was auch nicht mehr? Zu wem muss ich vielleicht jetzt auch Nein sagen? Was schaue ich mir noch an und was nicht mehr? Wir haben vor 2 Wochen darüber geredet. Welche Pülferli, welche Kügeli lohne ich jetzt noch in mich hin und welche nicht mehr? Versteht ihr? Lasst uns aus dieser Perspektive herausdenken und sagen, der heilige Gott wohnt in mir rein. Was lohne ich jetzt noch in und was nicht? Und noch ein zweiter Punkt an dieser Stelle. Hast du gewusst, der Tempel von Jerusalem, der war nicht versteckt gewesen? Das war nicht im Boden unten, sondern du hast gesehen, in seiner ganzen Pracht. Und du hast dich bestaunen und bist reingegangen und hast gesehen, wie kostbar und wie wertvoll alles gemacht war. Wenn wir ein Tempel vom Heiligen Geist sind, dann sind wir sichtbar. Das heisst, Menschen sollen an uns sehen, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie Gott ist.
an unserem Umgang mit unserem Körper sollen sie sehen, wie wir Gott ehren. Verstehen? Das ist nicht etwas, was einfach versteckt drin ist, sondern das soll immer ein sichtbares Beispiel sein nach außen. Denk daran, dass der Heilige Gott in dir wohnt. Und bei allem, was wir sagen, was wir tun und machen, dürfen wir uns die Frage stellen, wenn die Menschen mich jetzt sehen, sehen sie mich oder sehen sie den Jesus, der in mir lebt? Wir sind ermutigt, in dieser neuen Realität zu leben. Wir haben 4 praktische Gedanken angeschaut, wie wir gesund mit unserem Körper umgehen können. Wir haben gesehen, übergib deinen Körper bewusst ganz Gott. Vergöttere deinen Körper nicht länger, missbrauche deinen Körper nicht mehr und betrachte deinen Körper als heilig, weil Gott in ihm wohnt. Und ich weiss nicht, welcher Punkt bei dir angeklungen ist. Aber ich möchte zum Schluss noch etwas sagen. Liebe Freunde, es ist möglich, so zu leben und so mit unserem Körper umzugehen. Warum? Und das ist die Botschaft vom Evangelium. Der Paulus schreibt am letzten im Vers von dem Abschnitt, den wir am Anfang gelesen haben, dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren, denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir dürfen so leben und so mit unserem Körper umgehen, weil wir unter der Gnade leben. Was meint der Paulus mit dem? Kurz erklärt, die Juden damals haben das Gefühl, wir müssen das Gesetz von Mose einhalten, damit wir von Gott geliebt werden, damit wir von Gott Anerkennung bekommen, damit Gott Freude über uns hat, damit wir von Gott angenommen werden. Früher, und das ist jetzt der Link in unser Leben, bevor wir Jesus kennengelernt haben, haben wir genau das Gleiche gemacht wie die Juden damals, einfach auf eine andere Art und Weise. Wir haben nämlich unseren Körper dazu gebraucht, um Anerkennung, Liebe, Annahme und die wahre Identität zu bekommen. Das heisst, wir haben unseren Körper dazu eingesetzt, das zu bekommen, was wir nur durch Jesus Christus bekommen. Und durch den Glauben an Jesus, durch unsere Hinwendung zu Jesus, sind wir gerecht gemacht worden und sind beschenkt worden. Und sind von ihm völlig geliebt worden. Von dem Moment an bin ich von meinem Gott völlig geliebt. Ganz unabhängig, was ich mache, wie ich mit meinem Körper umgehe. Ich muss die Anerkennung nicht mit meinem Körper suchen. Und wenn ich das von Herzen verstanden habe, dass ich von Gott bedingungslos geliebt und angenommen bin, dass er meine wahre Identität ist, dass er meine Sicherheit ist, wird die Sünde die Macht über unser Leben verlieren. Und wie stark die Gewissheit in unserem Leben angekommen ist und verankert ist, zeigt sich eben dann am Umgang mit unserem Körper. Schau, wenn ich weiss, dass ich von Gott geliebt bin und dass ich nichts tun kann, um geliebter zu sein, wenn ich glaube, dass er all meine Bedürfnisse gestillt hat, dann muss ich meinen Körper nicht mehr dafür einsetzen, um Anerkennung zu bekommen, Liebe zu bekommen und gut zu sein. Weil ich bin, weil Jesus Christus in mir lebt. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und dann dürfen wir ruhig werden. Und dann darf ich in die Muckibude gehen und darf meine Muskeln stärken. Aber ich muss sie nicht mehr auf Insta posten, um Anerkennung zu bekommen. Muss ich nicht mehr. Und dann kann ich arbeiten. Aber ich darf, auch wenn die Arbeit nicht erledigt ist, 4 Abend machen und darf am 7. Tag ausruhen. Warum? Weil Jesus meine Sicherheit ist. Versteht ihr? Das schafft Entlastung. Lasst uns in dieser Realität leben. Der Martin Luther, er war ein Reformator. Ihm haben wir zu verdanken, dass wir die Bibel heute im Deutsch haben. Der hat auch mit dem zu kämpfen gehabt, von dem damals, von heute, weil es damals hat damals schon gezogen, oder? Und er hat sich etwas zu eigen gemacht und vielleicht hilft dir das auch. Wenn du wieder in diese Versuchung hineinkommst, um etwas zu machen, um geliebt zu werden, um Anerkennung zu bekommen, um Sicherheit zu haben, dann hat Martin Luther Folgendes gesagt. Er hat laut ausgesprochen, ich bin getauft auf den Namen Jesus Christus. Und mit dem hat er nichts anderes gesagt als, hey, ich gehöre Jesus, er hat mich gerecht gemacht, ich bin von ihm geliebt und von ihm angenommen. Ich glaube das und ich habe das durch Taufe bezeugt, vielleicht hilft dir das auch. Das nächste Mal, bevor das Foto postest, ich glaube an Jesus Christus und ich bin getauft, ich gehöre ihm, ich bin ein Kind von Gott. Und weil ich das bin, habe ich jetzt die richtige Motiv, um etwas zu posten oder eben nicht. Versteht ihr? Vielleicht ist das so ein praktischer Tipp.